Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute zusammen mit der Kiwi, denn wir wollen euch heute zeigen, was wir alles beim Musikvideodrehen mit uns rumschleppen. Das Wichtigste zuerst, unsere Hauptkamera, die Canon EOS 700D. Davon haben wir übrigens mittlerweile zwei. Und außerdem nutzen wir für Vlogs und als Zweit- bzw. Drittkamera noch ein Samsung Galaxy S7. Und wie Kiwi zwei Kameras gleichzeitig bedient, das zeigt sie euch jetzt mal. Mit meinem Schulterstativ, mit der Halterung für die Hauptkamera und für das Handy. Das kam nämlich sogar schon zum Einsatz, und zwar bei unserem Musikvideo For You. Und das hat einfach den Vorteil, dass man mit verschiedenen Brennweiten arbeiten kann und deswegen mit einer Aufnahme gleich mehrere Takes zusammenkriegt, die super zusammenpassen. Und die verschiedenen Brennweiten, die sind jetzt der Stichpunkt, denn wir schauen uns jetzt mal die Objektive an. Wir haben zwei Standard-Kit-Objektive und zwei 24mm Festbrennweiten. Jetzt brauche ich Platz für das Teleobjektiv. Schauen wir uns mal die Stative an. Ganz neu dabei haben wir das Schwebe- und Einbeinstativ, kam beides noch nicht zum Einsatz. Aber das Dreibeinstativ ist immer dabei. Außerdem haben wir noch ein kleineres Dreibeinstativ, um die Kamera zum Beispiel ein bisschen niedriger zu positionieren oder wie heute ein LED-Panel drauf zu befestigen. Geh mal her. Und wir haben natürlich nicht nur ein LED-Panel dabei, sondern auch noch ganz vielen anderen Kleinkram. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir eine Fernbedienung, die zum Beispiel zum Einsatz kommt, wenn die Kamera nicht berührt werden soll. Ersatzakkus. Externe Ladegeräte. Streulichtblenden für die Objektive. Ersatzspeicherkarten und eine Büroklammer. Büroklammer deswegen, weil Mieze einmal vergessen hat, ihre interne Speicherkarte im Handy zu leeren. Und dann mussten wir ganz umständlich mit einem Spiralblock die SD-Karte aus ihrem Handy rausfummeln. Wir haben noch verschiedene Filter, zum Beispiel für das UV-Licht, was bei den heutigen Objektiven nicht mehr gebraucht wird, als Kratz- und Dreckschutz. Außerdem haben wir noch einen Graufilter dabei. Den braucht man, wenn man optimale Kameraeinstellungen nutzen möchte, aber das Bild zu hell ist. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Polfilter, der dazu dient, die Reflexion von nichtmetallischen Oberflächen zu mindern. Und Softboxen, zumindest für drin. Außerdem haben wir noch einen Bluetooth-Lautsprecher. Weil ohne Musik dreht sich schlecht ein Musikvideo. Willst du einen Keks? Kiwi hat immer Kekse dabei, wenn wir drehen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Kekse esse, kriege ich immer einen riesen Durst. Und deswegen hat Kiwi immer was zu trinken dabei. Das ist auch wieder rausgenommen. Achso. Und weil wir Wasser nur in der Flasche wollen, und nicht auf der Kamera, brauchen wir außerdem ein Schirm. Dankeschön. Und weil Kiwi auf Dauer an der Kamera ziemlich kalt wird, habe ich Handschuhe. Und was bei uns Chaoten auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich ein Erste-Hilfe-Set, auch wenn wir es noch nie gebraucht haben. Ist nur eine Frage der Zeit. Das schleppen wir alles mit, wenn wir ein Musikvideo drehen. Manchmal ist es auch noch ein bisschen mehr oder weniger. Aber das ist so die Grundausrüstung. Und natürlich haben wir immer noch so Kleinkram dabei wie Blöcke, Stifte und vielleicht sollten wir einfach Block und Stift noch mal kurz zeigen, wenn wir schon davon reden. Ich glaube, die wissen, wie ein Block und Stift aussieht. Die wissen bestimmt auch, wie ein Regenschirm aussieht und eine Trinkflasche. Wahrscheinlich schon, ja. Aber falls ihr noch nicht wisst, wie die Videos aussehen, die wir machen, dann könnt ihr jetzt da oder da klicken. Wenn ihr die generell öfter gucken wollt, dann ist hier noch so ein Button zum Abonnieren. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja, warum nicht?